Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Runes of Magic. Diesmal jetzt mit 60 FPS. Ich hatte 48 eingestellt in den letzten Videos, weil Runes of Magic eigentlich ein bisschen Probleme machte mit 60 FPS. Und jetzt geht's eigentlich irgendwie in diesem Gebiet. Ich frage mich schon, was da oben ist, ob man da hochkommt. Denke schon irgendwie. Ja, also, der erste Part mit diesem, also das war der dritte Part, glaube ich. Der hat eigentlich ja mir gerade nicht so in einem Zeitpunkt erwischt, wo ich ein bisschen motiviert war. Deshalb tut mir leid, dass ich ein bisschen ja gemeckert habe über das Spiel. Mir geht es jetzt momentan ja nicht gerade so gut. Ich bin auch schon ein bisschen im Stress, weil ich bald Training habe. Und das ist natürlich auch eine Umstellen. Und deshalb bin ich ja ein bisschen am Meckern gewesen und ja, nicht so motiviert auf das Game. Aber Xomodo hat mir gesagt, dass es ja einfach so ist, dass damals die Spiele jetzt noch nicht so gut waren am Anfang. Ah, ein Lift, cool. Oh, geschafft. Und deshalb ja, müssen wir einfach ein bisschen noch warten, bis es besser wird. So, sind wir oben? Okay. Also das Spiel wird besser, das weiß ich auch. Ich habe damals auch so ungefähr Level 20 oder so erreicht. Ist zwar nicht so weit gewesen natürlich, aber am Anfang schon. Ich weiß nicht, was das Max-Level ist, 60 oder so. Oder 80. Ich glaube nicht 100, oder? Könnte auch 100 sein, ja. Also hier oben ist scheinbar nichts. Schade. Ja, ich suche immer noch einen Schnelligkeitsknopf. Ich möchte gerne rennen. Ich habe noch kein Rentier. Pferd. Doch, ich habe ein Pferd, stimmt. Kann man das rund? Wieso kann man die nicht unten hinsetzen? Schnell Auswahl. Noch einen Tag. Okay. Reaktor. Rektor. Ich habe Reaktor gelesen und deshalb habe ich es gleich noch ausgesprochen. Also scheinbar ist hier nichts mehr. Hä? Das Pferd schaut immer nach links irgendwie. Wenn man so ein bisschen die Kamera bewegt. Oder nach rechts hier. Oh. Liebe Güte. Ich bin im Sternenhimmel. Nein, lass mich doch. Blöder Aufzug. Ich mag automatische Aufzüge in Spielen nie gerne. Zum Beispiel Dungeon Siege 2 war so ein Problem und ich glaube der erste Teil auch, ja, ja. Im ersten Teil auch. Fable war so ein Mist. War so ein Mist mit den Aufzügen. Das Spiel war super. Also das erste Fable möchte ich gerne nochmals spielen und ein Let's Play draus machen. Oder Livestream, also wenn ihr Lust habt auf Fable, könnt ihr momentan schon ein bisschen noch etwas mal, ja, noch ein Projekt dazu machen. Weil jetzt ist momentan Grimdawn ein bisschen am pausieren, weil ich jetzt gerade nachleveln muss. Also den Charakter noch aufstufen. Und ja, Last Epoch muss ich warten, bis es einfach performance-lastiger wird, also bessere Performance bekommt. Also, ich sollte die Sachen nicht vorlesen, aber ja, zeigen und einfach das Wichtige lesen hier. Und versetzte Käferflügel heute von gefleckte Käfer. Sind die irgendwo hier? Keine Ahnung. Sichtweite der Namen ist nicht gerade groß. Okay, Lustmolche. Jungmolche besiegen. So. Ja, der Sephiroth hat auch immer so ein bisschen gescherzt. Ich glaube, ich werde wirklich noch zum Sephiroth. Aha. Okay, Pferd ist einfach despawned. Okay, ich muss Lustmolche besiegen. Wo sind die? Da. Ha, ich habe keine Chance. Also so, wenn ich etwas falsch ausspreche, ich mache es extra.
Hä, hey, wieso bekomme ich jetzt einen Begleitekompendium? Hab ich ihn gefangen? Ich will nicht. Ja, vieles ist automatisch in diesem Spiel, aber nervt nur. Oh, Geschenk. Ah ja, wir müssen Geschenke öffnen, stimmt. So, Käse-Rune. Oh, auf die 3. Aha, haben wir nicht. Schön in Rot, ja, gut. Verbinden, Rune. Und jetzt mal so sortieren, damit ich einen Überblick habe. Diese Geschenke sind für die Quest, ne. Schneeflockenbaum bei der Pirius-Werkstätten, erkundigt euch. Also, das auch. Und noch den Sattel. Wir müssen noch kurz noch Gegner besiegen. Ich habe doch irgendwie ein Geschenk hier. Meisterpaket. Okay. Markierungstinte. Transportrune. Allerhand Schnösel. Was, nur 90? 99, okay. Machen wir das so. Dann haben wir ein bisschen Überblick. Explodiert irgendwie. Du gibst mir nichts? Oh. Das krackte Menü. Was haben wir denn hier? Axttraining. Wütend. Ich will Wirbelwind. Wirbelwind ist ab Stufe X, weiß es nicht, 0,3. Jetzt muss ich steigen. Stärke. Aber eigentlich möchte ich ja das nicht steigen. Das soll, muss ich Hieb auch steigen. So, maximal, aha. Und hier Eröffnungsangriff. Kann ich das jetzt hier runter irgendwie? So, offene Flanke. Verwundbar. Was ist verwundbar? Ah, ich bin ein bisschen verwirrt. Also verwundbar macht diese Veröffnung. Deshalb Flanke. Auf die 2. Und taktisch Angriff. Machen wir auf die 4. Nein. So. Gut. Ist ein bisschen umständlich, aber. Ja, gut. Ah, das kann ich nicht an. Das kann ich jetzt die 1 und 2 nicht. Ah, jetzt erst. Dann habe ich noch die 2 dazu. Also noch die 1. So. Nochmal drücken. Also haben wir jetzt alle besiegt. Ich schaue mir mal nochmal ein. Zur Sicherheit. So halt. Und die 4 sollte halt auch noch in der Nähe sein von der 1, aber gut. Kurzschwert. Okay, eine bessere Hose. Voll viele Sachen. Also Käfer müssen wir noch besiegen. Da rechts irgendwo ist noch ein Questgeber. Jetzt die ganze Zeit Interesse, Lustmönche zu sagen. Sind ja wirklich Lustmönche. Ja, Yoda, hä? Da hat Xomodo auch gesagt, es gibt öfters lustige Namen bei den NPCs. Das freut mich. Zum Beispiel bei Skyrim. Da dieser Clown von der dunklen Bruderschaft, Cicerus, ne?
Cicero, glaube ich, heißt der irgendwie so. Weiß es gar nicht mehr. Ja, vor anderthalb Jahren habe ich ja Let's Play nochmals Skyrim und ich könnte dieses Jahr nochmal, also nächstes Jahr, es ist ja noch nicht Neujahr, könnte ich da auch noch ein Skyrim Let's Play machen. Aber ich habe zu viel geplant, also jetzt muss ich noch Wolken dann Ende Monat, also Ende Januar erst Wolken machen. Und eben zwei Minecraft-Projekte. Es ist schon ein bisschen zu viel los gerade. Aber das ist auch, weil eben Runes of Magic ein Wunsch ist, gewesen ist. Und dass ich auch ein bisschen langsam mehr brauche, weil zum Beispiel Regnum ist momentan auch schon echt, ja, lang gestreckt wird. Ich immer sehr viel vorbereiten muss. Und ja, wenn ich weiterkomme, ich möchte euch nicht extrem langweiligen Content bieten. Das mache ich für mich alleine. Das kann ich aushalten, aber viele Leute können das halt nicht aushalten, solche Langeweile. Sie möchten gerne etwas anders sehen, oder? Deshalb mache ich das für mich alleine und dann brauche ich immer sehr lange, bis dann irgendwas wieder geht, bis es weitergeht. So sind einfach die Games heutzutage. Man muss ständig langweilig grinden. Und deshalb wollen die Leute halt auch bei mir nicht so langweiliges Zeug sehen. Das ist ganz klar. Und deshalb mache ich lieber mehr Projekte momentan, dafür halt nicht jeden Tag die Nebenprojekte. Also Nebenprojekte, das ist zum Beispiel Minecraft. Habe ich momentan eher nicht so Lust, da ein Hauptprojekt daraus zu machen. Weil Minecraft schon relativ durchgekaut ist bei mir. Nach 10 Jahren und irgendwie 1500 Stunden oder mehr. Eine Tagesquest. Ja, das nehmen wir. Also Hautfarbe, ja. Also, dann machen wir mal das. Okay, wir müssen das Gebiet jetzt verlassen, scheinbar. Gereinigte Nahrung. Da oben sind Erze, okay. Bogen, gereinigte Nahrung. Jarvis! Jarvis ist diese KI von Avenger. Cool. Ich habe Jarvis gefunden. Das ist auch niedlich, dieser rote Pfeil. Aber wo ist denn? Hä? Da ist doch ein Tor. Ist es wirklich hier drin? Ah ja. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich stärkere Gegner hier. In Zwergenstarkgebieten sind hier plötzlich dann Level 8 Gegner gewesen, die aggressiv waren. Und hier? Was gibt's hier? Auch aggressive Gegner? Oh, ich hab's gefunden. Dank dem Pfeil, der einfach unsichtbar wird, weil die Spielfigur vor dran ist. Einen Kristalltrank finden. Mäh. Nicht so lust, irgendwas zu finden. Lieber das finden. Gefleckte Käfer, die brauchen wir doch, oder? Die brauchen wir. Angriff! Ah, rechts geguckt. Ich will die 4 jetzt einsetzen, aber die 4 geht irgendwie. Ja, haben wir wahrscheinlich automatisch diesen Wiederbelebungsschrein. Oh, sehen sie cool aus. Leuchtet ja. Oh, ist das krass. Ich merke, ich bin deutlich weniger angestrengt, irgendwie vom Spiel jetzt, viel gelassener. Ist klar, ich bin halt einfach einer, der richtig viel ein Game spielt, was mir gefällt und so, nicht so einer, der die ganze Zeit Games sucht und so weiter. Und deshalb bin ich dann bei neuen Spielen manchmal eher skeptischer. Und dadurch bin ich natürlich schon manchmal ein bisschen am Nörgeln, das ist klar. Aber nörgeln darf man ja.
Einfach ist es natürlich nicht gerade so gut für meine Politik, also für mein Weiterkommen im Kanal, klar. Aber so bin ich nun mal. Ich bin kein Influencer, der unbedingt Aufrufe braucht und alles Mögliche. Das seid ihr, das seid ihr. Ja, wenn ihr mir irgendwas gönnt, dann gönnt ihr mir gerne das, oder? Aber wenn ihr mir nichts gönnt, oder? Wenn ich halt auch auf die Nerven gehe, dann kann ich schon verstehen, dass ihr mich nicht so unterstützen möchtet. Das ist ganz klar. So sind Menschen. Menschen gehen nicht der Nahrung nach, sie holen die Nahrung einfach von den anderen. Und dadurch, ja. Ihr müsst einfach bedenken, ich Let's Player und hallo. Ich Let's Player, weil ich einfach eine Beschäftigung brauche. Ich kann nicht nur gamen und weiterkommen. Ich habe nicht dieses Weiterkommen-Feeling dann. Wenn ihr also mich unterstützt oder ich einfach Let's Player, dann sehe ich das auch, dass meine Motivation extrem gesteigert wird. Und dadurch motiviert es mich natürlich auch, ein bisschen mehr Leute zu haben um mich herum und so weiter. Deshalb bin ich jetzt auch so ein bisschen, ja, an mich verbessern. Und ihr könnt mir eigentlich sehr viel helfen mit Feedback oder mit Kritik auch, dass ihr, ja, bei mir dann auch bessere Let's Plays und Livestreams sehen könnt. Aber eben mit der Hardware, da hapert es momentan noch ein bisschen. Also es geht dann schon vorwärts. Aber ihr dürft ja auch gerne spenden, wenn ihr natürlich das schneller sehen wollt, dass ich bessere Hardware bekomme. Scheinbar kann ich es aber nicht zurückgeben, deshalb schaue ich, dass ich das zurückgeben kann in Form von besseren Let's Plays und Livestreams oder einfach mehr Zeit investieren in dem. Also wenn ich wirklich so ungefähr 100 liebevolle Fans habe, dann werde ich sicher sehr viel ins Let's Playen investieren. Aber nicht Geld, sondern eher Zeit. Weil eben ich habe kaum Geld. Es reicht nicht. Also, gefräßige Schnecke. Waren die auch draußen? Weiß gar nicht. Ah, hier. Machen wir das noch. Wie? So langsam bin ich aber stärker geworden, oder mache ich es nur richtig? Eine neue Waffe oder so habe ich noch nicht. Stufe 6, okay. Ich sehe leider den Levelbalken unten nicht. Ich schaue mal kurz bei OBS. Das seht ihr eigentlich auch nicht. Also, wenn ich hier, das ist einfach bei diesem Spiel so, wenn ich hier es hoch mache, dann habt ihr einen schwarzen Balken. Ah, Mann. Mein OBS ist so verbuggt. Unglaublich, wie verbuggt das ist. Ja, es geht nicht. Ich kann also hier nicht. Ach, Menno. Du dummes Spiel. OBS und Spiel. Aber irgendwie kann man das nicht so richtig machen, damit man keinen abgeschnittenen Rand rechts und unten hat. Es geht nur mit schwarz oder mit abgeschnitten. Eins von beiden. Aha, Pius-Marke bekommt man noch. Und das kann man immer wieder wiederholen, oder was? Oder bekomme ich jetzt eine andere Quest? Ja, machen wir nochmal gefleckte Käfer. Ich muss einfach leveln, oder? Müssen wir halt nochmal machen. Aber gut, sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Könnte eigentlich jetzt die Elfeninsel verlassen, wenn ich wüsste, wo. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Ich möchte endlich craften können. Kräuterkunde wäre doch etwas. Nee, das ist.
Nee, wir werden, also Kräuterkunde wäre beim Hexenmeister eigentlich gut. Da werde ich dann auch mal noch schauen, ob es geht. Kann ich hier? Ah, das Bergbau. Okay. Das habe ich einfach gar nicht gefunden. Ah, guck mal, ein anderer Spieler. Jetzt ist noch eine Sache. Werden wir genug Spieler dann sehen, Endgame? Ich denke schon. Also ein Clan möchte ich schon noch beitreten. So, habe ich eine Quest direkt? Eins bis 20 Lehrlinge, 20 bis 40 Geselle. Okay. Legenden. Also hier gibt es 100 Level. Ja, ah, jetzt hat er keine Quest mehr. Kann ich gleich noch Schmied werden? Also ich denke, mit dem Kriege kann ich Schmied werden. So, ah, das ist mein, deshalb. Okay. Ah, das ist Esche. Und das ist Zinn. Okay. Da nehmen wir gleich mal ein paar mit, bis der Erzklumpen zerstört wird. Bling. Sinfonie. Das ist ein Name. Das Einzige, wo ich Sinfonie eigentlich gehört habe, ist bei Hamburg, da diese Elbharmonie, wo ich das über das ein bisschen gelesen habe, stand dann immer wieder Sinfonie. So Klassik habe ich halt nicht in meinem Repertoire. Also ich liebe irgendwie auch Klassiklieder, aber nicht so, als würde ich jetzt sagen. Ich muss Eschenrohholz auch noch. Ja, aber wo ist der Holzfäller? Ausbilder. Oder muss ich das immer kaufen? Kochen könnten wir auch noch lernen eigentlich, aber gut. Mal gucken. Ja, ein bisschen Zeit haben wir. Dann können wir das noch machen. Akademiemeister, Schneider, Begleiterjäger. Ich möchte gerne einen neuen Begleiter haben. Muss ich alles kaufen. Aha, okay. Und er hat auch ein Beil, aber das müssen wir zuerst auch lernen. Da bekommen wir, glaube ich, ein Beil geschenkt über. Wenn ein magisches Kaviar, ist das ein Überbegriff für alle Pets? Okay, es ist zu teuer. Aber kann ich mal bei dir verkaufen? Du nicht? Okay. Okay, wahrscheinlich nur Ausrüstung kann man hier verkaufen. Aber ich möchte jetzt gerne, ja, Holz fällen. Einstellungen. Machen wir auf 80%. Das bitte weg. Wo ist der Holzfäller Ausbildete? Können wir unendlich lange suchen, ne? Keinen Überblick. Ah, hier wahrscheinlich. Sehr gut. Ah, auf der anderen Seite, das habe ich gar nicht gesehen. Ich muss mit dir reden. Okay. So. Dann machen wir noch kurz das mit der Esche hier. Und machen diese Keule.
Es ist schön mit 0, also 40,00. Stufe 2, sehr schön. Also kann ich alle Berufe lernen oder was? Also ich verstehe es jetzt irgendwie noch nicht so. Auf der Website ist auch kaum irgendwas ein Tutorial oder so. Möchte gerne das Blaue herstellen. Ich habe keine Übersicht hier. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich drücken muss. Aha, auf Minus. Hä? Ich möchte doch eins herstellen. Habe ich irgendwie zu wenig? Ich hab doch genug. Was muss ich machen? Ich hätte gerne Hersteller. Hier muss ich irgendwas machen. Ah, okay. Ich muss den Quicksand zu Zinksand zuerst herstellen. Okay. Das ist klar jetzt. Es geht recht lange. Und ich kann immer nur einzeln irgendwie. Jetzt habe ich keinen mehr. Jetzt gehe ich rüber und stelle hier auch Holzplanken. Also aus Eschenholz wird Eschenholz und nicht Eschenholzplanken. Okay. Wir sind noch nicht so weit, wir können nur aus Holzstämmen bauen. Da kann man, glaube ich, hier herstellen, die Köhle. Aber die ist aus Holz. Nee, das ist. Ah, doch, hier. Wir direkt blau haben. Hallo. Ah. Schreib doch das hin. Ja gut. Dann mal herstellen. Jetzt habe ich wahrscheinlich weiß, oder? Grün, okay. Ne, das ist Eschenrohholz. Ich habe weiß, ja. Und wie kann ich jetzt blaue herstellen? Zuerst grüne, aber. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge anschauen. Na gut. Bleibt noch die Schnecke an. Tschüss zusammen. Bis nächstes Mal.